Auf dem Kölner Melatenfriedhof darf man nur Schritt fahren. Godehard Bettels manövriert das Auto behutsam vorbei an den Gräbern. Er nennt sich Friedhofsmobilist. Das gibt es so nur einmal in Deutschland. Mit dem Kölner Friedhofsmobil fährt Godehard Bettelt seit mehr als 20 Jahren Menschen zu den Gräbern ihrer Lieben. Ich darf an diesem Tag mitfahren. Also wenn ich zum Friedhof fahre, dann geht es ja auch häufig um das Thema Tod und Sterben und Vergangenheit und vor allen Dingen aber auch um große Lieben, aber auch um Einsamkeit. Unsere erste Fahrt heute, Elisabeth Böcker. Durch mich hierher setzen. Und dann rumpen mit dem Puppes. Sie ist 88 Jahre alt. Ihr Mann Heinz starb vor 3 Jahren, letztes Jahr dann ihre Schwester. Alle 4 Wochen holt Godehard Bettels sie zu Hause ab. Und dann wird erzählt. Wir unterhalten uns immer. Da lernt man eine Menge voneinander kennen, ja. Oder? Wie viele Kinder ich habe, wie viele Enkel. Das habe ich beim nächsten Mal direkt wieder vergessen, Frau Böcker. Ja, natürlich. Ist ja klar. Sie haben ja so viele, die hier rumquatschen. Aber ich muss immer ein bisschen was erzählen. Ja, ist ja auch schön. 20 Minuten Zeit zum Fahren und Reden. Dann kommen wir ans Ziel. Jetzt kommen wir hier auf den Melatenfriedhof. Godehard Bettels fährt seine Passagiere bis ans Grab. Ein Service, der komplett spendenfinanziert ist und die Passagiere wie Frau Böcker nichts kostet. Über 50 Friedhöfe hat Köln, die so angefahren werden können. Und dann erfahre ich, ein Friedhofsmobilist macht mehr als nur fahren, zuhören oder bringen. Ein wenig Grabpflege gehört auch dazu. Und dann ist etwas Zeit für Elisabeth Böcker, an ihren verstorbenen Mann zu denken. So, Heinz, da staunst du, ne? Ja. Vermissen Sie Ihren Mann manchmal? Doch, sehr. Und es ist auch schön, dass Sie da Begleitung haben, oder? Ja, das ist es. Na? Nee, alleine, da war ich nur ein einziges Mal hier allein. Aber das war dann nichts, da können Sie überhaupt nicht mit jemandem sprechen, dass man noch eine Antwort bekommt. Ne? Ich meine, so kriege ich ja keine Antwort mehr. 1,5 Stunden waren wir mit Elisabeth Böcker zusammen. 90 Minuten geschenkte Zeit. Zum Erinnern, Reden, Rauskommen. Zu wem fahren wir jetzt? Jetzt fahren wir zu dem Herrn Hessing, der in einem Altenheim lebt. Der sitzt allein in einem Heim und langweilt sich. Und ist natürlich auch traurig. Heinz Hessing hat erst vor 1 Jahr seine Frau verloren. Seitdem ist Godehard Bettels der Einzige, der den 93-Jährigen aus dem Seniorenheim mal rausbringt. Da findet nicht so viel Kommunikation statt, ne? Nee. Kann ich sich ja nicht mit groß unterhalten. Sind gerade die Pfleger und die haben nie Zeit. Die sind alle überlastet. Wenn ich es richtig mitbekomme, ist Godehard Bettels für den alten Mann eine der letzten Verbindungen nach draußen. Ja, jetzt habe ich mir extra meine Jacke drüber gezogen, weil man mir die Spange gemacht hat. Das ist wäre kalt. Ja, der Wind, das himmlische Kind, das ist echt frisch. Und dann erreichen wir das Grab seiner Frau Helga. 67 Jahre waren sie verheiratet. Ist das für Sie wichtig, dass Sie hier regelmäßig hinkommen können? Ja, ja. Werd ich nervös, wenn ich so lange nicht mehr hier war. Ich denke immer an die schönen Zeiten. Es ist viel Trauer in Heinz Hessing. Trotzdem, die Momente, in denen er mit Godehard Bettels zum Friedhof kommt, sind auch Glücksmomente für ihn. Und als wir alleine sind, sagt er einen Satz, der die ganze Idee des Friedhofmobils zusammenfasst. Wir sind fremd, aber ich fühle mich, als wenn ich einen Freund hätte. Warum, zeigt sich, als der alte Mann mir vom Lieblingslied seiner Helga erzählt. Godehard kennt das Lied. Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glück, in deinen Armen zu träumen. Ist für mich das schönste Glück. Und Glück.